Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Es dreht sich um Folgendes. Und zwar, ich habe das Programm hier. Das habe ich schon mal abgeschrieben. Und das Problem war, ich habe zu diesem Zeitpunkt ein Headset benutzt, das über den Klinkenanschluss angeschlossen wurde. Und da hatte ich eigentlich die Hälfte von dem Gespräch nicht gehört, aus irgendwelchen Gründen, keine Ahnung. Wir wollen also das hier quasi nochmal schreiben. Ich habe mir dafür dann jetzt eine Diskette rausgesucht, die ein bisschen leer ist. Die da zum Beispiel, also die hier. Wir tippen auf dem Original C64, keine Emulation, kein C64 Studio, gar nichts. Wir machen das Ganze hier. Und dann werde ich erstmal New machen und den Bildschirm klären. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Das ist nämlich ein sehr langes Programm. Deshalb fangen wir an, wie immer, mit REM. Drei Sternchen. Patrick, du brauchst keine... Du bist nicht auf dem PC. Dann Würfel, Leerzeichen und drei Sternchen. Dann machen wir natürlich die 20 und die 40 und dann die 10. Wir kennen's. Und die 50. So, und auch dem List haben wir das hier aufgeführt. So, dann machen wir ein REM mit ohne alle. Dann gehen wir natürlich in der 70 in den Go-Sub rein. Und zwar in die 1000, wie sich das gehört. In der 80 gehen wir wie immer in die Go-Sub 2000. Und in die 90 gehen wir in die Go-Sub 3000. So, jetzt wird es ein bisschen interessanter. Denn das Spiel ist ein bisschen anders aufgebaut, glaube ich, wie andere. So, deshalb werden wir direkt mal loslegen. 100 natürlich beenden wir das Programm. Gut, wir machen Würfel. Ich denke, entweder ist es ein Würfelspiel. Oder, ich bin natürlich blöd. Ich habe da oben natürlich nicht die Einleitung gelesen. Die Einleitung habe ich vergessen. Ja, ihr habt es gesagt. Reizt es nicht, immer schon einmal in einer Spielhölle ihr Geld zu riskieren. Ihr C64 kann Ihnen nur die Möglichkeit bieten, ihr Geld beim Würfeln zu riskieren. Die Atmosphäre und den wahren Nervenkitzel kann er natürlich nicht ins Haus bringen. Zum einen fehlen die Hintergrundgeräusche und der Zigarettenrauch und zum anderen spielen sie nur mit fremdem Geld, nicht mit ihrem eigenen. Aber das finde ich eigentlich ganz gut, denn da riskiert man auch nichts und verliert auch nichts. Aber dennoch ist es ganz lustig, einmal den Glück beim Würfeln zu versuchen. Ich werde mein Glück wahrscheinlich versuchen. Allzu viel zu erklären gibt es bei diesem Programm eigentlich nicht. Zunächst einmal muss ich Ihnen die Regel erklären. Sie würfeln per Zufallsgenerator mit zwei Würfeln. Zeigt die Gesamtaugenzahl 7 oder 11 an, haben Sie Ihren Einsatz gewonnen. Haben Sie zusammen 2 oder 12 geworfen, werden Sie sofort rausgeschmissen. Das heißt, Sie verlieren Ihren Einsatz und können wieder von vorne beginnen. Bei allem anderen Würfeln wird Ihr Ergebnis festgehalten. Und Sie müssen... Wieso tut sich das mein Tablet melden? Und Sie müssen noch einmal würfeln. Sie haben im zweiten Wurf zusammen 7 gewürfelt, verlieren Sie ebenfalls Ihren Einsatz. Nur wenn Sie dieselbe Augenzahl wie im ersten Wurf würfeln, gewinnen Sie Ihr Geld. Ist ein bisschen kompliziert in meinen Augen, aber ich bin ja auch kein so Spielefreak. In allen anderen Fällen müssen Sie noch einmal würfeln. Dabei gelten wie immer dieselben Regeln wie bei diesem zweiten Wurf. Rausgeschmissen bei 7, gewinnt bei gleicher Augenzahl. Die Texte, die das Programm in dem Bildschirm ausgibt, sind im Übrigen selbsterklärend. Sollten Sie also keine Probleme haben, sich einzuspielen. So, jetzt geht's weiter im Spiel. Entschuldigung. So, wir machen erstmal hier die Vorbereitungen. Patrick, du kannst ja auch mal hingehen. Ne? Kannst du ja mal so machen. Und schreibst mal Vorbereitungen. Gen. Mit drei Sternchen am Schluss. So, die 1020 ist wieder REM mit drei Sternchen. So, und die 1030. Wir printen, clearen, machen 40 mal Dings. Okay, wir machen Print. Clear. Nee. Clear. So. Dann Reverse On.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, und dann Reverse Off. Und dann gehen wir mit dem Semikolon weiter. Gut. Jetzt wird es interessant. Ich glaube, von 1 zu 20, ich glaube, das ist, wir haben, glaube ich, 22 Zeichen in der Höhe. Kann das vielleicht sein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25. Okay. Gut, dann habe ich mich geirrt. 10, 40, 4i gleich 1 zu 20. Und dann 10, 50, Doppelpunkt, Print, Reverse On, Space, Reverse Off, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse On. Leerzeichen, Reverse Off. Ich glaube, ich weiß, was das hier ist. Ich glaube, es ist ein Rahmen. Warum glaube ich, dass es ein Rahmen ist? Ganz einfach, als ich einen Rahmen gebaut habe für mein Rollenspiel. Ich glaube, das werde ich als Adventure umändern. Ich nenne es aber trotzdem Rollenspiel. Dann machen wir 1060 ist next. Und dann die 1070 ist eigentlich dasselbe wie da oben, das. Außer das Clear. Dann machen wir da oben das hin. 1070, dann listen wir das Programm auf, machen hier aber das Clear Rack. So. 1080 ist das GE gleich 1500. Ich würde glatt sagen, GE ist, glaube ich, Geld. Könnte Geld sein. Könnte gesamte Einnahmen heißen, keine Ahnung. Mit der 1090 gehen wir auf Return. Und dann mit der 1040 gehen wir in. Was mache ich denn da? 80, 90 und dann kommen wir mal auf die 1200. Okay, 1200 REM. Ah. Okay, dat. 1210 REM, dat. Unter Programm 1. 1220 REM Sternchen. So. Das ist also das erste Unterprogramm. Das erste Unterprogramm sieht aus, als würden wir hier unsere Würfeln zählen. So sieht das mal aus. Weil wir tun eine Zahl und noch eine Zahl. Also sind die zwei Würfel, die wir berechnen. Okay, 20, 30. Dann machen wir Zahl 1 ist gleich Integer von R&D. 1 mal 6 plus 1. Ist das richtig? Damit werden wir den Würfel rausfiltern. So, 1240 ist die Zahl 2 gleich Integer R&D 1 mal 6 Klammer plus 1. Genau. Richtig. So. Dann haben wir das. Und dann gehen wir 1250, springen wir großer, in die 1300. Großer 1300.
Und bei der 1260 machen wir folgendes: Wir geben A Dollarzeichen, aber ist A Dollarzeichen gleich den hier, dann 1260, ist das richtig? 1260 geht A Dollarzeichen, das ist richtig. Gut. Dann machen wir was anderes. Und zwar 1270. In 1270 ist ein Return drin. So. Das ist unter Programm 1. Damit werden die zwei Zahlen ausgewürfelt. Das haben wir soweit raus. Wir springen also irgendwann in diesem Spiel in der Reihe 2000 wahrscheinlich irgendwo hier rein. So. Dann fangen wir mal an, den ganzen Bumser zu machen. Fünf, acht, sechs, vier, null. Ja, das ist genau das, was ich auch mal mache. Hier werden wir gleich Cursor-Positionierungen machen. Oh. Ja, ich weiß auch, was das da ist. Ich glaube, ich weiß schon, was das da ist. 1270, dann sind wir fertig mit 1300. Da fangen wir an. Wenn wir diese Zusatzzahlen, wenn wir diese beiden Zahlen ausgewürfelt haben, müssen wir die auch darstellen. Das Darstellen machen wir quasi hier. Gut. Also, ein Befehl, den ich jetzt ehrlich gesagt kennengelernt habe durch mein Rollenspiel, das ich gemacht habe, ist der Poke 2.11 und 2.14-Befehl, gefolgt von dem Sys-Befehl. Muss sein, das gilt zur Cursor-Positionierung. Ich habe zwar ein Buch, ein anderes Buch, in dem drin steht, dass ich einen anderen Sys-Befehl benutzen soll, aber ich habe diesen Sys-Befehl, den 58640, auch bei mir benutzt. Und da ich beim Evil Dungeon, es wird immer mehr die Möglichkeiten klar, dass eventuell Evil Dungeon und andere Lernfähigkeiten durch diese Bücher kommen. Hi, ich bin toll. Ich bin so doll unter Programm 2. So, 1320, machen wir nochmal den hier. So. Und jetzt geht's richtig los. Und zwar poken wir jetzt hier erstmal jetzt in der 1330, poken wir unseren Cursor in eine bestimmte Position. Die Poke 211 ist diese Position, also die horizontale. Nee. Vertikale, horizontale, ne? Horizont, horizontale, horizontale. Genau. Also die Poke 2.11 ist die horizontale. Ich dachte eigentlich immer, dass man die Poke 2.14 vor Poke 2.11 setzen muss. Deshalb habe ich es bei mir so rum gemacht, weil es bei mir ja so rum funktioniert hat. Aber ich weiß auch jetzt, dass ich nicht den Sys-Befehl benutzt habe und deshalb hat das bei mir nicht funktioniert. So. Wir gehen in der horizontale, bewegen wir den Cursor. Wenn wir jetzt, sage ich schon mal, hier oben sind, bewegen wir den Cursor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Punkte. 11 Rutsche weiter. Das heißt, ab hier wird der nächste, ab hier, ab dieser Stelle, was, ne, ab dieser, ne, wird dann quasi die nächste Ausgabe gemacht. Und die 2.14 ist dann quasi den hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also das hier ist die 14, dafür ist der Poke 2.14 zuständig und dafür ist der Poke 2.11 zuständig für diese Position. So, das habe ich, wie gesagt, durch mein Rollenspiel gelernt. Wo will er hin? 10. Das heißt, er geht 10 von oben nach unten. Nochmal, wir gehen hier oben hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Das heißt, hier wird der nächste Schriftpunkt gesetzt. Und das sind das, wo die ganzen Ghost-Ups jetzt hingehen. Das ist, glaube ich, der Ghost-Up für den ersten Würfel. Dann werden wir in derselben Höhe, aber in einer anderen Breite, das sehen wir unten an der 2.11, die hat nämlich dann 25, die ist dann quasi weiter hier drüben. Da wird der zweite Würfel dargestellt. So, wir können aber nicht einfach so hingehen und da einfach das jetzt poken, weil das Geile an der ganzen Aktion ist, und das habe ich dann auch gelernt, es würde nur der Poke 2.11-Befehl benutzt werden. Also der Poke 2.11-Befehl, wenn man nur etwas positionieren will in der Vertikalen, in der Horizontalen, braucht man nicht den Poke 2.14. Dann kann man vor den Printtext quasi diesen Poke 2.14 setzen.
Wenn man aber diesen Printtext an eine bestimmte Stelle setzen möchte, muss man den POG 214 und den POG 211 benutzen. Und wenn man beide benutzt, dann muss man auch den SIS-Befehl hinten dran klatschen. Das ist natürlich in unserem Fall SIS 58640. Den kenne ich quasi im In- und Auswendig, weil den habe ich quasi in meinem Programm, in meinem Spiel eigentlich, als ich rausgefunden habe, wie dieser Befehl funktioniert, habe ich quasi diesen Befehl eigentlich inflationär benutzt. Wenn man die ersten Bilder oder die ersten Darstellungen meines Spiels gesehen hat, also naja, 1040, so, und goes up. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was machen wir hier? Ganz einfach. Es sind hier 6 Punkte. Und diese 6 Punkte sind die Augen oder beziehungsweise die Seiten des Würfels. Bedeutet, wir kriegen die Würfelaugen angezeigt, die die Zahl gewürfelt hat. Klingt komisch, ist aber so. So, pass auf. Und goes up. Quatsch. Und Z1. Also, auf der Z1 goes up'en wir. Goes up'en wir. Und zwar einmal in die 1410. In die 1450. In die 1490. In die 1530. In die 1570. Und in die 1610. So. Da ich das aber zweimal brauche, wie ich hier unten gerade sehe, und da unten das gleich ist, werde ich das gleich da oben auch noch für die 1360 mit übernehmen. So. In der 1350, das ist dann das nächste, poken wir eigentlich dasselbe wie da oben. Das können wir eigentlich hier hingehen und dann sagen wir poken dasselbe wie hier. So, und jetzt wird es interessant. List 1000 bis. So, weil wir müssen eigentlich nur diesen Poke-Befehl hier ändern in 25 war die Nummer, ne? 25, genau. Alles andere ist gleich. Das heißt, der SIS-Befehl ist gleich. Die Höhe ist gleich. Der SIS-Befehl ist gleich. Nur die Entfernung hat sich geändert. Also sagen wir mal, der erste Würfel wird hier dargestellt und der zweite Würfel wird dann hier dargestellt. Also, hier der erste Würfel, hier der zweite Würfel. Dass man sich so ungefähr vorstellen kann. Von der Wand her, erster Würfel und dann zweiter Würfel. Gut, ich glaube, ich brauche das jetzt nicht weiter zu erklären. Was wir jetzt noch machen werden, ist, wir gehen in der 1370 in das Return. Damit wir aus dieser Subroutine wieder rausspringen, diesem Unterprogramm. Und jetzt kommt eigentlich etwas, was nur für dieses Unterprogramm 2 zuständig ist. So, die 1410. Das ist ein Print. So. Das ist 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Semikolon. Return. Dann kommt unten drunter, in der 1420, kommt ein neues Print. Und zwar Leerzeichen Shift Q. Damit machen wir den Punkt. Ich habe mich am Anfang überlegt, was das für ein Punkt das ist. Wenn ein Buchstabe untermauert ist, wie dieses Q auf dieser Seite, dann ist das ein Shift Q, womit wir quasi das Zeichensymbol da oben kriegen. Space, down, 3 left. Semikolon. Genau. Und dann in der 1430 ist mein Print 1, 2, 3. So. Wie ihr seht, haben wir jetzt quasi, wenn man das nimmt, eine Augenzahl. Das ist die 1. So. Die haben wir jetzt. Jetzt müssen wir eine 2 machen. Die machen wir unten in der Reihe 1450.
So, und der 14:40 springen wir aber wieder Return. Weil wir sollen ja von dem Ghost-Up wieder zurück. Wir haben hier die Augenzahl 1. Das heißt, wenn wir eine 1 würfeln, wird dieser Punkt hier angezeigt. Kann man gut erkennen. Quasi, wir haben hier haben wir frei rundherum. Dann, wenn wir eine 3 haben, wird hier ein Punkt hingemacht und hier ein Punkt. Wenn wir eine 4 haben, wird. Dann seht ihr dann, ne? Also, wir sind ja noch am Arbeiten. So, in der 14:50. 50, ich muss immer aufpassen, ich drücke immer auf die 9, weiß nicht, warum. Die Maus hat sich gerade wieder verabschiedet. Nach einer Zeit schaltet sich die Maus ab. So, jetzt machen wir eine 2. Also, wir gehen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ihr seht es ja an den Qs. Wenn ihr euch die Q beobachtet, guckt mal euch die Qs ganz genau an. Das sind unsere Augenpaare. So, wir kommen jetzt in die 14:50. Das ist richtig. Und dort printen wir ein Shift Q. Dann zwei Leerzeichen, eins down und wieder drei zurück. Warum? Damit der Cursor wieder nach unten hinkommt. Ein nach unten und drei zurück, damit der Cursor wieder quasi. Also der Cursor ist dann hier. Können wir das so machen, ne? Also, wir machen hier ein Leerzeichen. Wir machen noch ein Leerzeichen. Dann gehen wir runter, gehen nochmal zurück. Da printen wir eine 1, gehen darüber, gehen runter, 3 zurück. Und dann die drei Leerzeichen, weil unter der 1 ja auch nichts kommt. So. Und deshalb müssen wir hier auch wieder auf das Zurück. Auf das Return quasi. So. 14:10. Ist es geil, wie ich das jetzt hier erkläre? Wenn man mir das vor 4 Jahren gesagt hätte, erklär das mal. Ich keine Ahnung, was ihr jetzt von mir wollt. Was wollt ihr? Das hat doch überhaupt keine Ahnung. Mehr. So. Ui. Machen wir es so, dass man es lesen kann. Print. Das sind jetzt, glaube ich, bei der 2. Wir sind bei der 2. 2. 3 Space, also 3-mal Leerzeichen. Klar, 1 runter und nochmal 3 zurück. 3 zurück, Patrick. So. Dann haben wir nochmal ein Leerzeichen. Warum haben wir ein Leerzeichen? Weil in der 2 eins in der Mitte frei ist. Ne? Wir können ja unseren Würfel ja mal angucken irgendwann mal. Wenn das sehen wir ja da. Ne? Augenpaare werden gerade jetzt hier gemacht. So. In der 14:70. Printen wir unten rechts das Augenpaar. Hier. Und dann machen wir hier, weil wir sind dann mit dem Würfel fertig. So, das ist jetzt die Würfelzahl 2. So. In der 14:80 gehen wir natürlich auf Return. Ganz klar. Wir müssen ja aus diesem Würfel nochmal, aus dieser Würfelzeit hier wieder raus. Und dann gehen wir in die 14:90. Ist es geil, wie ich das jetzt erkläre? Ich kriege gerade Angst vor mir selbst. Bin ich ganz ehrlich, ich kriege gerade ein bisschen Angst vor mir selbst, weil wie gesagt, vor Jahren, naja, gut. Also brauche ich eigentlich quasi nur die Augenzahlen zu würfeln. Ich muss das halt noch gucken, dass ich halt, so. Jetzt kommt die 3. Das ist einmal das hier, dann 2 rüber, 1 runter, 3 zurück. Zack, Semikolon, zack. So, 14:90 war richtig, ne? Das ist jetzt fast 2 Jahre, es war richtig. So, dann die 1500. Es brennt. Quatsch. Leerzeichen, Q, Leerzeichen runter. 3 zurück und Semikolon. So, die 1510. Brennt. Semikolon oben. 1, 2. Den hier und das. Und das war's. Wie ihr seht, das ist es. So, Bums. So. Jetzt haben wir eigentlich, nein, nicht ganz, die 4. Wenn wir dann die 4 haben, haben wir es auch nicht. Aber da machen wir es uns gleich einfacher. Warte mal, die 1520 ist natürlich ein Return. Ich muss natürlich aus dieser Augenzahl wieder raus. Die 1530 ist dann ein Print. Wir machen jetzt die 4, das ist das. Runter und 3 zurück. Semikolon. Dann die 1540 ist ein Print. Und da hier keinerlei Augenzahlen sind. So. Und die 1550. Print.
So, die 5. Erstmal, Moment, stopp, halt. Die 1560 ist ein Return. So, und jetzt gucke ich mal, ob ich alles bis jetzt richtig gemacht habe. Richtig. So, die 1570 wird es interessant. Das ist nämlich jetzt eine 5. Da mache ich es mir ganz einfach. Da mache ich nämlich zum Beispiel hier. Die 1570 mache ich nämlich hier. Einmal. Dann die 1580 mache ich hier. Und die 1590 mache ich hier. So, List 1400 bis 1, 2, 3, 4, 5. Ich mache mir jetzt ganz einfach. So, dann kommen die 1600. Das ist ein Return, ne? 1600 ist Return, das ist richtig. So, dann machen wir hier die 1610 draus. Quatsch. Scheiße. Ja, da war der Papa jetzt ein bisschen schneller, als er wollte. Oh. Das war jetzt. Oh, war das jetzt gerade. 1561, mach das mal weg, bitte. Das war verkehrt, das wollte ich gar nicht. Und zwar wollte ich eigentlich daraus. Daraus. Wollte ich eine 610 machen. Eine 620 machen. Und da unten wollte ich eine 630 draus machen. So. Und wenn ich alles richtig gemacht habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Und natürlich müssen wir da auch noch einen Return hinten dran klatschen. So, das sind die Augenpaare, die wir jetzt haben. Also das sind jetzt die Augen auf den Würfeln. Von 1 bis 6. Deshalb sind die Ghost-Ups auch in 6 Dingern unterteilt. Damit wir die Augenfarbe sehen. Was wir gerade bei Z raushauen. Ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Klarer Fall. Da wird das hingeklatscht. So, 1640. Return. Ich habe mir es jetzt ein bisschen einfach gemacht. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe mir es jetzt ein bisschen einfach gemacht. Aber ich habe da noch ein bisschen Material vor mir, also bitte euch, ja? Ich will mir das so einfach wie möglich machen. Dann gehen wir hier unten jetzt in die 1800. Das ist ein REM. Da mache ich schon mal drei Sternchen. 1810, REM, Sternchen, unter Programm 3. Und in der 1820 auch wieder ein REM-Befehl. Zack. So. Wir positionieren wieder einen Cursor. Aber der ist jetzt anders. Warum ist der anders? Hier soll der Cursor nach Y positioniert werden. Natürlich eine Frage, warum soll der jetzt nach Y positioniert werden? 1830. Prog 211,0. Doppelpunkt. Prog 214, Y. Doppelpunkt. Sys 58640. Und dann haben wir das. Aber warum soll ein Y? Y ist noch gar nicht. Ja, aber in 2 hier. In, ab 2000 wird jetzt hier Y positioniert. Also. 22, 4 und 6. Das sind die drei Positionen, in denen jetzt quasi was geschrieben werden kann. Das sind drei Positionen. Das heißt. 214, also das heißt 22, das ist dann weiter unten. 4 ist dann quasi, wir gehen dann so 1, 2, 3, 4. Hier wird irgendwas geschrieben. 5, 6, hier wird irgendwas geschrieben. Und hier unten wird irgendwas geschrieben. Was da geschrieben wird, das sehen wir gleich. Gut, das Geile ist, hier komme ich quasi in eine Schleife. Warum, weiß ich nicht. Okay. Ich bin mir jetzt nicht sicher, warum ich jetzt hier die 1840 print. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Warum ich das hier schreiben soll. Das Ganze auch in der Zeile 1850. Das kopieren wir gerade runter. List 1800 bis, da haben wir diese beiden Zeilen runterkopiert. Alles klar.
Und dann mit der 1860 returnen wir wieder. Das Unterprogramm 3 ist gerade etwas, wo ich mir so ein bisschen so... Die Leerzeichen werden gepokt. Da werden Leerzeichen gepokt. Das ist eigentlich gerade eine richtig geile Idee. So könnte ich vielleicht... Weil ich... Wie soll ich jetzt sagen? Also in meinem Rollenspiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Waffen keine durch Schwert ersetze, poke ich quasi, also in einer Schleife von... Ich suche mir die Stelle raus, zum Beispiel hier steht zum Beispiel meine Waffen. Die werden jetzt zum Beispiel hier stehen. Hier. Ne? Aus irgendwelchen Gründen. Und dann poke ich an diese Stelle, die muss ich ja erstmal raussuchen, poke ich den Cursor und printe quasi oder poke hier Leerzeichen rein. Wo ich dann da stehe und denke mir so, das sieht aber scheiße aus. Nur das hier sieht so aus, als ob ich quasi eine ganze Zeile direkt löschen könnte. Das wäre natürlich noch geiler. Und das ermöglicht mir wieder einiges. Ach, ich habe gerade wieder eine neue Möglichkeit gefunden, mein Spiel zu verändern. Aber nein, ich lasse es so, wie es ist. Ich will es lassen, wie es ist. Du darfst. Nee, also mein Rollenspiel ist eigentlich quasi fertig. Die erste Testszene von Black Fairy ist jetzt durch. Wenn ihr das Store-Video heute seht, machen wir gerade die zweite. 3 ist Eigentül Spiel 2020 R.E.M. So, dann scrolle ich schon mal ein bisschen hoch. Also, wir machen in der 2030. Geben wir der Variable y den Wert 22 und gozappen in die 1800, um an dieser Stelle den Bildschirm zu löschen, die Zeile zu löschen. In der 2040 setzen wir y gleich 4 und goes up ebenfalls in die 1800, um da wieder den Bildschirm zu löschen. Und in der 2050 ist y gleich 6 und auch da wieder 1800 Bildschirm löschen. So. Dann sind wir jetzt in der 2060. Dort printen wir was. Und zwar die Home-Taste. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sie haben Post. Sie haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Komma. Semikolon. GE. Semikolon left space dm, eigentlich müssten wir Euro schreiben, Punkt 1234. So, das ist interessant. 2070, oh, wir haben schon 17 Uhr. Gut, ich weiß nicht, wie lange ich aufnehme hier. Wir positionieren. Ja, ich glaube, bei der Poke 2.14 brauchen wir den Sys-Befehl. Bei der Poke 2.11 nicht. Poke 2.14,23 Doppelpunkt Sys 58640. Dann machen wir das hier, die 2080. Machen wir einen Input. Wie viel möchten Sie riskieren? Nichts. Leerzeichen, Semikolon, AN-Dollarzeichen für Antwort. So, und der 2090 RI, also das Risiko, gleich, weil
Ein Dollarzeichen. Okay. Dann die 2100. If-Risiko. Kleiner 0 oder Risiko größer mein Gesamtgeld, was ich bei mir habe. Ne? Dann gehen wir zurück in die 2030 und jetzt leeren wir wieder die Zeilen und schreiben das Ganze wieder hin. Und ich muss mir das mal angewöhnen bei den Dingern. Ich muss nochmal, ich bin nämlich am PC, das muss ich mal gewöhnen. Am PC musste ich das nicht so richtig machen, weil die hoch, groß, klein, ich konnte die PC-Tastatur nutzen. Es ist doch schon besser, sage ich mal, am Original C64 zu arbeiten. Es werden einige fragen, ja, warum denn? Am PC ist doch viel leichter und so weiter. Ja, der PC hat Vorteile und auch erleichtert einem vieles. Aber, ich arbeite lieber am C64. Bin ich ganz ehrlich. Ich arbeite viel lieber am C64. So. Dann go to 2030, wo der ganze Bums wieder von vorne gemacht wird. If RI gleich 0. Gleich 0. Ups. 0. Send return. So, in der 2120 poken wir wieder an eine bestimmte Stelle. 211,9. Doppelpunkt, Punkt 214,4. Doppelpunkt, Sys 58640. Doppelpunkt, Print, Wette, Doppelpunkt, Anführungsstriche oben, Semikolon, RI. Semikolon, Anführungsstriche oben. Left, Space. Na schön. 21, 25. Y gleich 22. Doppelpunkt, goes up 1800. Jetzt fange ich an, ein bisschen Überblick zu verlieren. Ich scroll mal so hoch. So. Also, wir sind jetzt Wette RI Space da. So. Das muss ich noch machen. So. 21:30. Dann poken wir wieder in die 211,9 Doppelpunkt, poke 214,22 Doppelpunkt, sys 58640. Ja, was willst du, Mann? 58640. Doppelpunkt, Print. Die Wette läuft. So, werde ich langsam wahnsinnig. So, die 21:40. Da printen wir. Was printen wir denn? Up, Space. Drücken Sie eine Taste, um zu stoppen. Punkt, Anführungsstriche oben, Semikolon. Ich habe kein Semikolon da oben gebraucht, ne? Nein. Gut. Sie drücken Sie eine Taste, um zu stoppen. Dann die 21:50. 21:50.
Goes up 1200. Und dann die Summe gleich Z1 plus Z2. So. Die 2160 ist dann Y gleich 22. Ich habe da nicht eine 9 gedrückt. Gut, alles klar. Doppelpunkt goes up 1800. Dann wird wieder neu positioniert. Der Bildschirm wird wieder gelöscht. 2170. Dann pogen wir wieder an die 211,3. Doppelpunkt. Pog 214,5. Doppelpunkt. Sys 58640. Doppelpunkt. Gewürfelt. Print. Gewürfelt. Doppelpunkt. Semikolon. SU. Semikolon. Left. Space. Fragt mich bitte nicht, warum. 2180. If die Summe größer 3. Patrick, du musst das Shift hier drücken. And die Summe kleiner 12. Then gehe nach 2230. Das ist da unten. 2230. 2280. Ich verstehe es nicht. So. 2190. Wir printen. Ab. 1, 2, 3. Rausgeschmissen. Punkt, Punkt, Punkt. Zack, zack. Dann die 2200. RI gleich RI. Nee, minus RI. Minus RI. Das raff ich jetzt nicht. Setze ich damit RI wieder auf 0? Ich frage für einen Freund. 2210. Warum macht man nicht RI gleich RI? Oder RI gleich 0? Ich frage. Vielleicht kriege ich es noch raus. Vor PA. Gleich 1. 2500. Doppelpunkt. Next. PA. Patrick. Next PA. Nicht next. Ja, ich habe es ja lange nicht mehr am C64 geschrieben, sondern eher so am PC. Wie gesagt, das hat mir in meinem Spiel sehr viel erleichtert. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte aber auch sehr viele Schwierigkeiten. Es war, sag ich mal, lesbarer, weil die Zeichen halt, sag ich mal, so eine ganze, so zwei Zeilen gingen in eine Zeile, was eigentlich ganz gut ist und das auch leichter von der Lesbarkeit war. Naja, wie gesagt, das ist dann, das hat alles seine Vor- und alles seine Nachteile. Und dann go tun wir in die 2520, in der 2520, wenn wir gewonnen haben. Go to 2520. War das richtig? 2520. Alles klar. 2230 ist die Summe ungleich 7. End. Die Summe ungleich 11. Dann go to. 2280. So. Dann poken wir wieder fröhlich vor uns hin. 3 Doppelpunkt. Poke 214,7 Doppelpunkt. Sys 58640 Doppelpunkt. Print. Sie haben diesen
Wurf gewonnen. Gut. Dann die 22,50. Vor PA. Gleich 1 zu 1500. Doppelpunkt. Next PA. Ich glaube, das ist eine Pause. PA steht für Pause. 22,60. Go to 25,20. Genau. 22,80. Ich vermisse die 22,70. Aber okay, gut. P gleich SU. P steht für Punkte. 22,90. Mann, ich mache es einfach. Ich klebe am Hintern, das ist nicht normal. So. 23,00. Prog 211,3. Punkt. Prog 214, dass ich mal die Prog so inflationär benutze wie hier. Meine Fresse. Es ist 58640, Doppelpunkt, Print, Wette. Wette, Doppelpunkt, Klammern, RI, Klammern, Punkte, Doppelpunkt, Semikolon, P. Dann der 23,10 geht Y gleich 5. Dann sappen wir auch wieder in die 1800, oder? Genau, 1800. 23,20. Wir poken wieder. Die 211,2 Doppelpunkt, Punkt 214,4 Doppelpunkt, das ist 58640 Doppelpunkt, Print, Wette läuft, Punkt, 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 Taste drücken. Anführungsstriche oben. So. Wir müssen uns eigentlich gleich haben, oder? Moment, kann ich das? Nee, kann ich so nicht. Ah. So. Die 23,30. Groß haben wir in die 1200. Da werden wieder unsere Würfel ausgeknobelt, glaube ich. 23,40. Summe gleich Z1 plus Z2. Genau. In der 23,50. Da poken wir wieder vor uns hin. Und zwar in die 3. Und in die 6. Und dann machen wir wieder SIS 58640, Doppelpunkt, 58640, ja. Okay, Print, ab, gewürfelt, Semikolon, SU. So, 23,50. Poke 211,3. Hä? 23,50 war ich doch bereits. Oh, ich Idiot. Ich denke so, hä? Wir sind in der 23,60 sind wir. Hallo? Ach ja.
Das ist, wenn der Patrick schon mit den Gedanken wo ganz anders. Ich bin schon beim Testen des Spiels im Kopf. Das ist schon, naja. Ist FU ungleich 7. 7. Zen. Hallo. Zen go to. Wo soll ich hingehen? 24.00. Genau. Dann kommen wir bei 23.70 an. 23.70 printen wir wieder Schönes vor uns hin. Und zwar ab 1, 2, 3 rausgeschmissen. Da. Dann machen wir wieder eine Pause. Die haben wir schon lange nicht mehr gehabt. 23.80. 23.80. So, 23.90. Gut, tun wir wieder in die 24.90. Was wir da zu suchen haben, das fragt mich bitte nicht. So, da sind wir in der 24.00. Wir nähern uns langsam dem Ende. Ist die Summe ungleich P? Aua. Sen. Goto 2440. Alles klar. So, in der 2410 printen wir ab. 1, 2, 3. Sie haben ihre Punkte. Dat. So, komme ich besser damit klar. Da war wieder eine Pause. Wir haben schon lange keine Pause mehr gehabt. 24.20, die schreiben wir wieder auf. Vor PA gleich 1, 2500. Doppelpunkt, next PA. Gut, weiter. Sind wir da 24.30. Dann gehen wir schon wieder. Was haben wir denn da zu suchen? Keine Ahnung. In der 24.40, da werden wir hingeschickt. Sie müssen noch einmal würfeln, wenn das nicht stimmt. Ab 1, 2, 3. Sie müssen noch einmal würfeln. Punkt. Anführungsstriche oben. Zack. So, die 24.50. Wir haben schon wieder eine Pause. Alter. Sag mal, wie viel Pause haben wir dann? Wann spielen wir denn mal? Ich frage für einen Freund. Doppelpunkt, next PA. Wir machen hier nur Pausen, ey, ohne Scheiß. So, und die 24.60. Genau. Y gleich 22. Y gleich 22. Dann goes up mir in die 1800, das ist ja ganz klar. Und wenn die Y gleich 5 ist. Dann goes up in wir in die 1800. Und der 2480 go tun wir in die 2320. Keine Ahnung, was wir dort suchen. Vielleicht andere Variablen. In der 2470 80 90 90 90 90 ist mein Geld gleich mein Geld plus, nee, minus mein Risiko. Dann gehen wir die 25.00. Ist mein Geld kleiner gleich 0. Send return, also ab zum Anfang und ab ans Ende. 25.10. Damit gut holen wir in die 2030. Freude, fragt mich bitte nicht, was ich dort mache. 2520, ich habe keine Ahnung, vielleicht habe ich da ein paar Schuhe vergessen. GE gleich GE plus RI, das ist, wenn wir gewinnen, das finde ich ganz nice. Die 2530, das ist immer was Positives, nicht? Ja.
Dann gut, holen wir in die 2030. Schon wieder, was ich da zu suchen habe. Keine Ahnung. Jetzt gehen wir gegen Ende. Wir machen uns jetzt hier das Ende fertig. 3000. REM. 3010 REM. Ende. 2020 REM. Alles klar. So. Dann 2030. Wir printen hier. In der 2040. Nee, in der 2040 habe ich gesagt. 3040. Alter, das kann ja gar nicht funktionieren. Hier, 3030. Ich habe die 2030 überschrieben. Ich muss gerade mal die 2030 schreiben. Die 2030, die habe ich aber gerade überschrieben. Das ist Y gleich 22. Doppelpunkt goes up 1800. Und damit bin ich wieder glücklich. Dann kommen wir nämlich jetzt in die 3040. Ja, da bist du mal in einer Zahl verrutscht und schon hast du eine Zeile gelöscht. So, eine 3040 wird wieder fröhlich vor uns hergepokt. 214, 10, Doppelpunkt 58640. Dann printen wir hier was. Und zwar, Sie hören. Hören mit Ö, hören mit GE D-Mark auf. Ich schreibe gerne noch D-Mark, weil ich D-Mark halt noch mag. Ich wäre froh, wir hätten die D-Mark noch. Da würde ich nämlich jetzt einen Haufen Kohle verdienen. Die Miete, die wäre günstiger. Glaubt mir, die Miete wäre günstiger. If Geld kleiner 100, then print Übung. Ich weiß, da muss ein Leerzeichen noch rein. So, in der 3070. Warte, 3070, eine 2070, nicht wieder was überschreiben. Ist das Geld kleiner 500? Then print immerhin. Doppelpunkt Return. Return. Übrigens habe ich hier oben auch das Return vergessen. Ich depp. So, in der 3080. If Geld kleiner 1000. Then print. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ausrufezeichen, Leerzeichen, Ausrufezeichen, Anführungsstriche oben, Doppelpunkt und Return. Und ansonsten schreiben wir Junge. 3090. Print. Junge. Ich komme mal vor, wie der eine von. Ich würde sagen, wir safen das Ganze erstmal unter Würfel. Auf meiner Diskette, damit wir das Spiel schon mal haben. Das heißt also, jetzt können, wenn wir das gesaved haben, was wird gerade auf die Diskette kopiert, dann haben wir es saved. Dann ist das klasse. So, dann verify. Würfel. 0,8. Soll er bitte überprüfen? So, dann hoffe ich, dass das Spiel funktioniert. Das sehen wir ja gleich. Gut, dann runnen wir mal und ich hoffe mal, dass es klappt. Super. Ich werde direkt natürlich rausgeschmissen. Warum? Keine Ahnung. Ich werde direkt nach dem Aufbau der Vorbereitung rausgekegelt. Warum?
List, sagen wir 1000 bis 2000. Nee, das lasse ich mal lieber bleiben. List 1000 bis 1200. Ja, dann springe ich ins Return. Das ist richtig. Ich baue den Bildschirm auf. Das ist richtig. Und dann Return. Das ist auch richtig. Dann springe ich in die 2000. Und in der 2000 geht der ganze Spaß von hier los. Ja. Hier wird eigentlich nur der Rahmen vorbereitet. So, und dann listen wir von der 2000 bis 2100. Irgendwo habe ich einen Fehler. Gut, ab 1800. Hier Y22. Das ist richtig. Eigentliches Spiel. Dufte. Aber was macht er da? Er baut den Rahmen auf einer Kegeldeibisch raus. Was ist an dem Rahmen verkehrt? Nach dem Rahmenaufbau schmeißt er mich raus. Das ist 1000 bis 1200. Wo habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Also, ich kläre den Bildschirm. Das ist richtig. Ich mache die obere Teil. Wie ich gesagt habe, ich baue einen Rahmen auf. So, und dann baue ich den unteren Rahmen. Das ist auch richtig. Und dann... Ah! Nee. Doch, ist richtig. Nach dem Next kommt der Rahmen. Dann kommt das andere Turn. Das ist richtig. Und dann springe ich in die 2000. Und in der 2000... Da habe ich irgendwo einen Fehler drin. Also, ich mache die Y-Koordinaten. Also, ich gebe die Y-Variablen und die Dingerpreis. Genau. So, und da hört es schon auf. Warum habe ich hier jetzt einen Fehler? Print, Home, 3 Down, rüber. Sie haben, das wird schon gar nicht mehr angezeigt. Hä? Ich groß habe in die 2000 und dann groß habe ich in die 3000. Ist doch richtig. Er springt mir direkt danach ins End. Aber warum? Das ist ein Problem, um das wir uns das nächste Mal kümmern werden. Da könnt ihr euch auch mal, vielleicht könnt ihr mir ja so klitzekleine Tipps geben. Ja, besser nicht. Das soll ich selber draus finden. Und deshalb würde ich sagen, warum, dass ich jetzt rausgeflogen bin. Keine Ahnung. Das probiere ich das nächste Mal. Anhang, ich habe es gefunden. Woran hat der Fehler gelegen? Das sage ich euch, und zwar ganz einfach. In der 8000 bis 1900, und zwar da oben. Das Ganze war nämlich so gewesen, dass ich nämlich... Moment, ich muss ganz kurz hier mir mal den Vollbild machen. Ja. Quatsch. Hierhin. So, Entschuldigung. Dass ich da oben, da hatte ich einen Fehler. Da hatte ich statt 58640 habe ich 59640 geschrieben. Und damit hat mich das Programm rausgekegelt. So. Jetzt funktioniert es. Sie haben 1500 D-Mark. Wie viel möchten Sie riskieren? 100. Ihre Wette 100. Die Wette läuft. Drücken Sie eine Taste, um zu stoppen. Rausgeschmissen. Wie viel möchten Sie riskieren? Sagen wir 300. Wette läuft. Gewürfelt 9. Sie müssen noch einmal würfeln. Ich würfel aber scheinbar nur Paare. Okay, 12.
Drücken Sie eine Taste, um zu stoppen. Okay. Gewürfelt 8. Sie müssen noch einmal würfeln. Aber irgendwie kriege ich noch Paare raus. Ist das richtig? Das sollte eigentlich schon nicht so sein. Sie haben aufgehört mit 1600 Syntax Error in 3060. Okay, List 3060. Was habe ich da gebaut? If, achso. Ja, doppelt if geht ja nicht, nicht? Ja? Kann ich da konten? Geht nicht. Gut. Aber Übung, Übung. So, es funktioniert. Ich finde es ganz geil. Ich habe das mit diesen Würfeln noch nicht kapiert. Warum ich jetzt immer Paare angezeigt bekomme. Sie haben diesen Wurf gewonnen. 1701. 0. Sie haben mit 1701 aufgehört. Junge, Junge. Also es funktioniert. Das ist der Nachtrag. Ich freue mich. Es klappt. Ich save das Ganze erneut. Weil ich habe jetzt den Fehler behoben. Ihr habt es bestimmt schon gewusst. Dann habt es mir in die Kommentare geschrieben. Außerdem muss da ein Doppelpunkt hin, Junge. Ihr habt es bestimmt schon in die Kommentare geschrieben. Ich danke euch dafür. So, und wie gesagt, ich habe ja jetzt hier den euch gezeigt, es hat funktioniert. Würfel machen wir. Und beim nächsten Mal machen wir die Beschreibung von Würfeln. Bis dann, euer Partypatool. Bye, bye.